So, wir haben heute zwei iPhone-Cases auf dem Tisch und zwar sind es beides Hüllen für Menschen, die so Plastikkarten mit sich rumtragen müssen. Also beide Cases haben Fächer für so Code-Karten oder EC-Karten oder was auch immer ihr da reintun wollt. Fangen wir an mit dem Ledercase von Tough Love. Das ist eigentlich sehr hochwertig verarbeitet, ein gutes, edles Leder, denke ich. Fühlt sich schön an, kriegt ein paar Gebrauchsspuren, aber das ist eigentlich bei Leder eher charakteristisch und schön. Also das stört, denke ich, in keinem Fall. Ihr kennt es, wenn das ist so ein Sattelleder, da habt ihr halt mal einen Kratzer oder was drin, der gleicht sich dann aber auch wieder an. Also es kriegt halt seine Patina. Hier ein Druckverschluss, ihr macht das Ganze so auf und ihr wisst, Case mit Klappe heißt, beim Telefonieren hängt da unten die Klappe dran. Das wisst ihr aber vor dem Kauf, also es gibt Leute, die stören sich da dran, die kaufen sich das dann nicht, aber eigentlich geht es ganz gut, man klappt es auf und es hängt halt runter, man telefoniert. In der Klappe drin zwei Fächer, da kann man Geld oder Karten reintun, das fällt auch nicht raus, wenn man telefoniert, also keine Angst. Wenn ich es rausholen will, dann ziehe ich hier in der Lasche, dann kommt mir meine Codekarte zum Beispiel raus und entgegen. Wenn sie da reinsteckt, zack, geht die Lasche wieder mit rein und ich kann das Ganze hier schön und fest verschließen, also es funktioniert ganz gut. Sitzt auch gut, ich habe die üblichen Aussparungen für Kamera, Bedienelemente und dergleichen am Case. Und vielleicht ein Punkt noch, den man anmerken sollte, wenn hier keine Karte drin ist, dann wird das Ganze etwas lapprig. Das heißt auch, dass das hier, also wenn ihr das zumacht, das hält dann, die Lasche hält dann nicht so toll, als wenn da eine Karte drin ist. Also es wackelt dann hier schon mal ein bisschen oder so. Das muss man davor wissen. Ich meine, wenn man es weiß, schiebt man halt eine Karte rein und hat die immer drin. Gut. Die Alternative dazu wäre Switch Easy. Ein Backcase für hinten, also ein Kunststoff-Backcase. Ihr steckt es von hinten drauf, es geht an der Seite ein bisschen hoch. Und ihr habt auch hier natürlich Aussparungen für Bedienelemente und Kamera. Das gibt's. Das ist ein iPhone 4S, ich glaube, es gibt es auch fürs 4er mit den passenden Aussparungen. Und ich habe hier hinten die Möglichkeit, eine Karte einzubringen. Das heißt, ich habe hier so einen Schieberegler, mach so, dann kommt hier meine Kreditkarte raus. Kann die rausholen, wieder reinnehmen und so verstauen. Was man wissen muss oder sollte, das Case wird schon ein ordentliches Stück dicker durch diese Funktion. Ich denke, durch den Mechanismus, der da mit dem Knopf zusammenhängt. Man sieht es hier andeutungsweise in der Aussparung für die Kamera, dass das ein guter halber Zentimeter, den das Case euer iPhone dicker macht, wenn ihr das dran habt. Dafür habt ihr eben die Karte immer mit drin. Also das müsst ihr entscheiden, ob das für euch akzeptabel ist von der Stärke vom Case her. Diese Hülle gibt es in Weiß, in Schwarz, in diesem Violettton, ich glaube noch in ein, zwei anderen Farben. Das müssen wir nachher, wir bauen einen Weblink in den Artikel dazu ein, dann seht ihr das. Guckt euch beide an, wenn es euch interessiert. Wir haben beide Cases getestet an so einem Türmechanismus, an so einem Türöffner. Und zwar, wenn wir da die Karte im Case hatten, hat es mit beiden funktioniert, dass man nur das Case hinhält, also die Karte nicht extra rausnehmen muss, sondern einfach das Case mit Karte drin hinhalten und die Tür geht auf. Das als Zusatzinfo für die Leute, die bei großen Firmen arbeiten. Das war's.